der 17. Mai 2022. Wir sind jetzt hier in New Braunfels im Staat Texas und fahren in den Historic District Grüne, um uns dort etwas umzuschauen. Sind wir gleich da im Ortsteil Grüne oder wie die Amerikaner sagen, Green. Otti und mir scheint es so, als seien wir hier die ersten Touristen. Naja, kein Wunder. Es ist ja erst 8.30 Uhr. Grüne macht einen sehr angenehmen Eindruck auf uns. Der Ort wirkt aufgeräumt, sauber. Gut, zwar etwas in die Jahre gekommen, man sieht es an einigen Ecken und Kanten. Manchmal blättert die Farbe irgendwo ab, manchmal hängt ein Brett schief, aber ich glaube, das gehört wohl zu diesem Charme dazu. Grüne ist ein kleiner Ort, der im 19. Jahrhundert so um 1845-46 vom deutschen Aussiedler Ernst Grüne und seiner Ehefrau gegründet wurde. Jetzt ist er ein historischer Distrikt des Ortes New Braunfels. New Braunfels hat im Gegensatz zu Grüne etwa 100-fach mehr Einwohner, also knapp 100.000, und Grüne etwa 1.000 Einwohner. Grüne Hall wurde 1878 erbaut und ist noch heute in Betrieb. Sie selbst bezeichnet sich als älteste noch genutzte Tanzhalle in Texas. Ja, ist bekannt durch jede Menge Künstler, die hier aufgetreten sind. Einige mögen in Deutschland nicht so bekannt sein, aber 1996 hat zum Beispiel John Travolta im Film Michael mitgespielt. Außerdem 2019 hat hier ZZ Top gespielt und ein Interview gegeben.
Natürlich fällt auf, dass Grüne vom Tourismus lebt. Aber das Gute an dieser Sache ist, der ganze Ort wirkt nicht so aufdringlich, hält sich zurück, angenehm entspannt. Ja, wir sind hier im Historic District of Grüne. Ungefähr schon eine Stunde sind wir hier rumgelaufen. Es ist noch nicht so heiß, Gott sei Dank, aber ja, wird langsam. Und wir haben uns hier umgesehen, ist wirklich sehr, sehr schön. Also zum Beispiel Gristmill, das Restaurant, richtig urig und sehr schön gelegen. Ja, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. 9:43 Uhr ist jetzt. Dann werden wir was trinken.